Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in einen Pflege-Adventskalender und zwar ist das der von Rosenthal. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist ein Adventskalender, der kostet 159,90 € und soll einen Warenwert von 676,50 € beinhalten. Das werden wir selbstverständlich nachrechnen. Und ja, dieses Jahr kommt er in diesem wunderschönen Schmucken-Schubladendesign. Und, ach guck mal, da steht sogar nicht 6, doch, da steht wohl 6 drauf, aber da steht auch noch Nikolaus drauf. Sehr süß. Die werde ich jetzt gleich alle vor mich hinstellen und dann seht ihr gleich die Produkte im Hintergrund. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und verfolge mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Übrigens stellt auch die liebe Nicole diesen Adventskalender vor, also für eine zweite Meinung könnt ihr gerne bei ihr nachher vorbeischauen. Was übrigens auch mit im Lieferumfang enthalten ist, ist Your Holistic Guide. Das ist ein Heftchen, was ich so feier, Leute. Da sind Sachen drin wie ein Hauttyp-Guide, also welche Produkte sind halt für welche Haut gut geeignet. Eine Make-up-Routine ist hier aufgeführt, es ist eine ein Kann und kein Muss, aber es ist so schön, eine Haircare-Routine und so weiter und so fort. Das ist so, so ein gutes, sinnvolles Heft, was mit dabei ist. Großartig. Starten wir am 1. Dezember und offensichtlich ist das auch der erste Advent. Interessant. Oh, das ist schön, Leute. Das ist ein Full-Size-Produkt und das ist richtig schwer. Botanical Lifting Effect Serum mit Hyaluron und Koffein. 30 ml sind hier drin enthalten. Das ist sehr, sehr nice. Also meine Haut mag echt gerne Hyaluronsäure. Das kannst du eigentlich auch wirklich für jeden Hauttypen verwenden. Und Koffein ist auch wirklich schön belebend. Also für mich ein perfektes Guten-Morgen-Serum. Der 2. Dezember. Hier haben wir was Kleineres drin, aber ich glaube, das ist auch eine Originalgröße mit 15 ml. BB Eye Balm mit Moroccan Lava Clay, also marokkanischer Lava, mit marokkanischem Lava-Lehm. Okay, und ja, das wird dann einfach ein Verschönerungsprozess von der Augenpartie geben, denke ich mal. Und jetzt nicht irgendwie getönt sein oder so. Und das machst du dir einfach rund um die Augen, kann morgens und abends angewendet werden. Das finde ich richtig schön. Also haben die jetzt nur Full-Sizes drin, das würde ich so hart feiern. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Hier haben wir den BB Primer drin enthalten mit Niacinamiden und Squalan. 15 ml sind hier drin und auch hier gehe ich davon aus, dass wir hier kein getöntes Produkt haben, sondern dass das BB einfach für dieses Beauty Balm oder Beauty Blemish oder wie auch immer stehen soll. Interessant finde ich wirklich die Wirkstoffe, denn Niacinamide sind ja auch wirklich dafür da, dass das Hautbild so ein bisschen ausgeebnet wird, dass quasi Pigmentflecken reduziert werden und Rötungen und so und alles einfach ebenmäßiger aussieht. Und Squalane sind wie so eine Art natürliches Kollagen und ich glaube, das wird aus Oliven oder so gewonnen und das ist wie so ein Öl, ne? Das nährt die Haut halt schön und bewahrt halt die Haut davor auszutrocknen. Finde ich sehr interessant als Primer, muss ich sagen. Und ich finde es auch richtig nice, dass wir das drin haben. Im ersten Schritt der Make-up-Routine haben wir hier, upsala, noch mehr Make-up-Produkte drin, würde ich hart feiern. Wir haben 25 Boxen, Leute. Schön. Hier haben wir übrigens die Nummer 4. Das sieht man so schlecht auf diesem Eierschalen gelb-weiß, ne? Diese Kombination. Ich meine, in der Kamera sieht man das ja auch schon wieder kaum. Aber so, ne? So hart ist das hier. Nee. Passend zu dem Primer haben wir hier Gott sei Dank keine Foundation, sondern einen Beauty Blender mit Vitamin E. Ne, drin enthalten. Ja, nach dem ersten Waschgang ist das Vitamin E natürlich weg. Machen wir uns mal keine Vorstellung, Illusion hier. Finde ich aber schön. Den vom letzten Adventskalender habe ich, glaube ich, weitergegeben, aber ich habe schon mal einen davon behalten und ich finde die gut von der Fluffigkeit her. Und ich verwende halt immer Beauty Blender oder halt Beauty Schwämmchen in meiner Make-up-Routine. Der ist richtig schön fluffig und der ist jetzt noch trocken. Ne? Wenn der jetzt nass ist, holla die Waldfee. Oh, der 5. Dezember ist sehr lang. Das finde ich aber doof. Was ist das denn? Ach nee, das finde ich nicht doof. Das finde ich richtig gut. Ein Gutschein für ein BB-Serum for free. Das finde ich gut, weil da kannst du deine Farbe auswählen. Leute, die Adventskalendermenschen hören uns zu und hauen nicht nur solche Heftchen mit Informationen zu den Produkten raus und wer was wie wann wo verwenden kann, sondern die sagen auch, wir packen dir keine BB-Cream rein, sondern du kannst dir selber deine BB-Cream holen, wenn du möchtest. Das ist so geil. Das finde ich so, so geil. Ah, aber du hast einen Mindestbestellwert von 70 €. Das ist blöd. Trotzdem finde ich das richtig gut.
Genau, und das ist einlösbar auf das BB-Serum in der gewünschten Farbe und kannst du dir natürlich nicht auszahlen lassen und du hast bis Ende Januar Zeit, dir das zu bestellen. Finde ich gut. Nikolaus ist hier, der 6. Dezember. Der darf auch bitte gerne was Besonderes sein, denn der 6. Dezember, der Nikolaustag, der ist was Besonderes. Und hier haben wir von Rosenthal Organics die Growth Mascara Lengthening and Volumizing. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Also soll das, ist das eine Mascara mit 8 Millilitern? Die ist so schwer, also echt wirklich, die ist super schwer. Ist das eine Mascara, die halt nicht nur eine Mascara an und für sich ist, sondern auch eine, die das Wimpernwachstum vergünstigen soll, um das mal so zu sagen. Die wird jetzt hier keine Hormone drin haben, aber ich denke halt irgendwelche Peptide oder so. Riecht ein bisschen muffig, ne? Hat so ein Gummibürstchen und sieht sehr, sehr nice aus. Also ich kann hier mal drüber machen. Ich bin doch jetzt mal neugierig. Ich meine, jetzt hat die es echt schwer, ne? Ich habe mich vor Stunden geschminkt und das ist eine wasserfeste Mascara jetzt auf meinen Wimpern, aber ein bisschen mehr was in die Spitzen, das könnte ich wohl vertragen. Er macht jetzt nicht so ultimativ was. Muss solo nochmal getestet werden, ne? Was ich aber positiv finde, oh, dass ich ein Haar im Auge habe, aua, dass die Wimpern nicht verklebt. Wir haben eine dekorative Kosmetikader gefunden. Oh, die Splitkit, Leute, die tropft. Hier sind Tropfen drauf. Und die hat jetzt gerade auch ein bisschen abgestempelt. Sehr, sehr nass, die Geschichte. Schauen wir mal in den 7. Dezember. Rosenthal Soothing, süß, Cleansing Foam mit Cucumber, also Gurke und Hanfsamen mit 30 Millilitern. Das ist für mich eine perfekte Reisegröße. Und das würde ich dann verwenden für eine Morgensreinigung oder als zweiten Schritt vom Double Cleansing. Richtig geil. So ein schöner Schaumreiniger, der ist nie weg, ne? Oh, Leute, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Das ist der zweite Advent. Und guckt euch mal an, wie groß das Teil ist. Ja, Amorelie ist natürlich verlegt, das ist gar keine Frage. Aber was ist das? Oh, Slow Aging Peptidampullen. Das ist ja geil. Kollagen Booster 7x2 Milliliter. Das finde ich mega geil. Mega geil. Ich meine, in dem Preissegment brauchst du jetzt auch nicht nur eine Ampulle halt in den Adventskalender in ein Kläppchen machen. Das stimmt natürlich, ne? Oh, guck mal, und dann machst du das auf und dann klappt das so nach oben. Das ist richtig schön. Das mag ich gerne leiden, ne? Und Kollagen ist auch super geil. Das kannst du auch echt, egal welches Hautbedürfnis man so hat, vielleicht bei öliger Mischhaut nicht so allzu häufig. Aber wie geil. Auch in der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas sehr, sehr Großes freuen. Was ist das? Rosenthal Vegan Kollagen Booster Skin Glow Powder mit Hyaluron. 14 Portionen sind hier drin enthalten. Das ist zum Trinken. Ach was. Das ist ja crazy. Okay, so schaut das aus. Also, ja, ne? Ich nehme Kollagen jeden Morgen zu mir. Ja. Warum mache ich das? Weil Nicole das irgendwann mal erzählt hatte, dass sie sowas nimmt und ich ihr das nachgekauft habe. Ja, Nahrungsergänzungsmittel finde ich jetzt in Adventskalendern ehrlich gesagt nicht ganz so geil, auch wenn ich das selber konsumiere, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich mir dann doch eher Beauty von außen in diesem Adventskalender wünschen. In der Nummer 10 darf es mit irgendwas Kleinem weitergehen. Oh ja, wirklich klein. Da haben wir drin die Night Eye Mask. Also ich würde es halt wie eine Nachtaugencreme verwenden, ne? Stem Cells Intense Treatment. Oh, sowas finde ich auch immer schön mit Stammzellen, Leute. Sowas finde ich nice. Das ist dann wahrscheinlich eine etwas reichhaltigere Augencreme, Augenmaske, wie auch immer, ne? Und da man sich morgens dann ja eh das Gesicht wäscht, macht es das Sinn, dass man dann halt eine Augenmaske drauf hatte und die sich einfach runterwaschen kann. Muss man halt gucken, wenn man wie ich ein Bauchschläfer ist, nicht, dass dann die ganze Maske im Kissen landet. Die erste Schnapszahl, der 11. Dezember. Hier haben wir auch wieder was Schönes drin und zwar das Night Concentrate mit Ataya Rosea Stammzellen. Die Stammzellen hatten wir ja eben schon. Stammzellen sind wirklich total klasse, was das Slow Aging angeht, aber auch zur Regeneration der Haut an sich. Also wenn man so eine ja, Aknehaut hat, wo man dann ja auch eine verletzte Haut hat, das regeneriert, dass die Wunden halt besser heilen. Da sind 15 Milliliter drin. Das finde ich auch sehr, 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 sehr cool und sehr interessant. Das sind einfach auch mal so etwas speziellere Produkte, ne?
Die Nummer 12 habe ich jetzt hier, was nicht die Halbzeit ist, weil wir 25 Büchselein haben, was ich toll finde. Das ist auch ein Klassiker. Einfach ein Hyaluron Serum Slow Aging Concentrate, 15 Milliliter. Ja, Hyaluron ist halt Slow Aging, eben weil das halt die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und alles etwas straffer und praller aussehen lässt. Einfach gesünder, mehr Glow. Dann siehst du halt ein bisschen Slow Aging gebügelter aus. Ne? Finde ich gut, dass das drin ist. Das ist ein richtig schönes Allrounder-Produkt. Streng genommen müsste ich jetzt aber sagen, wir haben schon 3 Serien, es darf kein weiteres Serum mehr kommen. Das ist jetzt die Halbzeit, der 13. Dezember, und der fühlt sich sehr, sehr schwer an. Und hier haben wir aber auch nur 15 Milliliter, aber Leute, das ist das Smoothing Eye Serum mit Hyaluron und Koffein. Sowas verwende ich aktuell von The Ordinary, das hatte ich in einem Adventskalender, den ich euch super gerne mal im i verlinke. Look fantastic. Und das ist sehr toll. Also Koffein ist halt so belebend. Ich verwende das morgens und abends unter meiner Augencreme. Meine Haut ist ein Schwamm, die kann das gut vertragen tatsächlich, ne? Und ey, richtig geil. Feuchtigkeitsspendend und belebend in einem Produkt. 1A. Auch hier müsste ich jetzt streng genommen sagen, es ist das dritte Augenprodukt. Dürfte jetzt theoretisch keins mehr kommen. Keine Ahnung, was hier noch in der zweiten Hälfte auf uns wartet, Leute. Der 14. Dezember. Ja, Rosenthal hat Tools, ne? Das hauen die dann natürlich auch in den eigenen Adventskalender rein. Wobei das ein geiles Tool ist. Das habe ich nicht nur für mich, sondern auch für Sammy. Einfach, ja, weil das eine total super tolle Massagebürste ist. Habe ich natürlich jetzt nicht von Rosenthal für Sammy oder für mich in Anwendung. So etipetete waren wir jetzt bislang noch nicht. Das war halt mal irgendwo in der Box. Das ist halt total angenehm, dass du hier diese flexiblen, ja, Pins hast, sage ich jetzt mal dazu. Und damit kannst du halt richtig schön Shampoo in die Kopfhaut einmassieren, ne? Oh, das ist schon Spa. Und das ist jetzt auch kein klassisches Füller-Füller-Produkt, finde ich irgendwie. Dennoch ist es relativ random, dass wir das drin haben, weil wir bislang halt noch kein Haarpflegeprodukt drin hatten. Am 15. Dezember dürfen wir die dritte Kerze vom Adventskranz anmachen und dieses Produkt verwenden. Es ist wieder ein Augenprodukt, Leute. Es wird ein Produkt sein, was ich toll finden werde, aber es ist ein Augenprodukt. 15 Milliliter von dem Caffeine Eye Balm Triple... Nein, with triple coffee, nein, coffee actives. Also auf jeden Fall derbe Koffein hast du da drin. Ja, muss man dann wahrscheinlich nicht zusammen mit dem Koffein-Augen-Serum verwenden, weil das wird dann vielleicht ein bisschen viel Koffein sein. Und ja, finde ich aber sehr schön. Aber wie gesagt, drittes Augenprodukt, beziehungsweise jetzt, okay, es ist die dritte Augencreme und ein Augenserum haben wir. Wie wäre es mal mit einer klassischen Gesichtscreme oder so? Das wäre jetzt auch mal ganz nice. Mal schauen, was die Nummer 16 für uns bereithält. Hier haben wir ein Gesichtsserum drin enthalten. Ja, okay. Es sind 15 Milliliter von dem Squalan-Serum und es soll Feuchtigkeit spenden. Aber es soll nicht nur Feuchtigkeit spenden, sondern Squalan sind ja auch dafür da, um die Feuchtigkeit in der Haut zu halten. Und ja, finde ich gut. Sowas verwende ich im Winter sehr, sehr gerne. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember und da fühlt sich so schwer an, dass hier sicherlich eine Creme drin sein kann. Ja, das ist die Cold Cream mit Squalan und Hyaluron, 30 Milliliter und das ist ein Glastiegel. Sieht mega schick aus, sehr minimalistisch eigentlich, aber irgendwie ansprechend finde ich persönlich. Und ja, das ist halt sehr reichhaltig, ne? Ölige Mischhaut wird da nicht unbedingt ihre Freude mit haben, denke ich. Wobei im Winter vielleicht... Die soll man ja eigentlich eher verwenden tagsüber, wenn man rausgeht in die Kälte, ne? Dass es quasi wie so eine Art Kälteschutz gibt. Denn es ist ja zum Beispiel auch so, dass Öle und Fette bei noch niedrigeren Temperaturen erfrieren oder frieren, als es Wasser tun würde. Und wenn du dir quasi eine Ölschicht über dein Gesicht machst, hast du ja dadurch, das macht ja eine Cold Cream, eine Fettschicht, ne? Die halt vor diesem Vereisen deiner Zellwassergeschichten schützen wird, soll, kann, wie auch immer. Und so wirkt sowas halt. Deswegen sind Cold Creams auch immer so super fettig. Der 18. Dezember. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Oh, das ist eine Maske. Avo Clay Purifying Treatment mit 30 Millilitern. Ja du, also auch eine Gesichtsreinigung kann ich in der Jahreszeit, wo es so kalt ist und meine Haut noch trockener ist als jetzt, definitiv auch gebrauchen. Und das lässt du nur 5 bis 10 Minuten drauf. Sowas verwende ich ganz gerne halt, während ich Zähne putze und morgens meine Pinsel wasche. Das ist echt easy. Und ja, das kann ich mir gut vorstellen, zum Beispiel für meine Periodenwoche. Erdbeerwoche sage ich eigentlich dazu, ne? Der 19. Dezember enthält eine Tube, eine Handcreme. Die kann man gebrauchen. Slow Aging Hand
Cream mit Mandel- und Jojobaöl. 50 Milliliter sind hier drin. Das ist eine super Größe, eine schöne Handcreme, ein tolles Produkt für die Winterzeit. Einfach, weil da ja die Haut sehr, sehr trocken ist und wir sowas sehr gut gebrauchen können. Schön! Das ist unser erstes Körperpflegeprodukt, ne? Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier habe ich den 20. Dezember. Und hier haben wir ein Serum drin. Bakuchiol Serum. Das soll klärend sein mit 15 Millilitern. Bakuchiol ist die pflanzliche Alternative zu Retinol. Soll ein bisschen hautverträglicher sein und ein bisschen sonnenunempfindlicher. Ich würde trotzdem empfehlen, wenn man das abends verwendet, dass man am nächsten Morgen einen schönen Lichtschutzfaktor verwendet. Und Bakuchiol bzw. eigentlich Retinol sagt man ja auch, ne? Also nicht Bakuchiol gleich Retinol, sondern Retinol soll ja quasi durch Bakuchiol im natürlichen Sinne ersetzt werden und gemildert werden. Und Retinol ist der Anti-Aging- oder Slow-Aging-Wirkstoff schlechthin. Und dementsprechend spricht man Bakuchiol dann auch ähnliche Eigenschaften zu. Und finde ich gut. Ja, die Nummer 21 ist super leicht. Vielleicht haben wir hier wieder ein bisschen dekorative Kosmetik drin. Das ist ein Tübchen. Colored Lip Balm. Ach schön, 10 Milliliter haben wir hier drin mit Hyaluron und Shea Butter in der Farbe Berry Red. Wie nice. Also, dass du hier wirklich so ein Zwischending zwischen Lippenpflege und einem Lippenstift reinpackst, das finde ich schon irgendwie cool. Die Nummer 22 ist die zweite und letzte Schnapszahl und hier haben wir auch den 4. Advent. Mensch! Hier haben wir die Gold Edition Sheep Mask mit Hyaluron und Rosmarinextrakt drin. 18 Milliliter sind hier drin und das ist eine Tuchmaske. Finde ich großartig. Im Sommer würde ich jetzt sagen, packt euch die in den Kühlschrank, damit ihr noch einen kühlenden Effekt damit bei habt. Im Winter packe ich mir die nicht in den Kühlschrank, verwende ich gerne abends. Ach, nice. Ich weiß nicht, warum Gold Edition, das muss ich noch herausfinden. Aber eine Tuchmaske? Mag ich. Der Tag vor Heiligabend ist der 23. Dezember und der ist sehr schwer. Vielleicht hier auch wieder eine Creme? Nein. Wow. Oh, wow. Oh, wow. Ich glaube, jetzt weiß ich, was in 24 oder 25 drin ist. Das finde ich cool, muss ich wirklich sagen. Okay, also hier haben wir das Face Yoga Öl mit Macadamia und Süßmandel. 20 Milliliter sind hier drin. Und sowas kann man halt super in Kombination mit einem Gua Sha Stein verwenden. Und ja, du machst eigentlich so ein Gesichtsyoga nicht unbedingt, damit du, ganz ehrlich, ich merke da keine Straffheitseffekte oder sonst irgendwas. Oder dass meine Lymphen dadurch jetzt irgendwie krass abgehen wie ein Zäpfchen. Nee, irgendwie anders, dass die halt gereinigt werden dadurch. Das soll man ja auch irgendwie dadurch bewirken können. Ich habe einfach dadurch einen Spa-Moment. Es tut mir gut. Ich finde es schön. Ich mache das gerne und da habe ich dann das entsprechende Öl dafür, das einfach nicht so schnell einzieht und was sich halt lange einarbeiten lässt. Ich mache das sonst normalerweise mit meinem normalen Serum oder mit den Resten von der Gesichtsmaske oder mit einer Ampulle oder so, ne? Aber hier haben wir ein extra Öl dafür. Dann gehen wir mal zu Weihnachten, Leute. Was sich hier wohl drin befindet? Vor allem bin ich super auch darüber interessiert, was dann auch in der 25 drin ist. Also, das finde ich richtig cool, ne? Das passt jetzt. Ja, ist klar. Riesiges Büchslein, kleines Produkt. Aber ganz ehrlich, es ist ein geiles Produkt. Das ist hier einer von den Rosenthal Gua Sha Steinen. Und der ist in Gold. Hatten wir den nicht auch bei irgendeinem anderen Adventskalender drin? Ich will nicht spoilern, aber ich glaube Flaconi. Naja, auf jeden Fall ist das hier aus Metall einfach einer. So schaut der aus. Ja, ich glaube, das war der Flaconi, ne? Der ist viel günstiger. Also wenn ihr eher so einen Mixed-Adventskalender möchtet, könnt ihr da vielleicht auch mal vorbeischauen. Naja, auf jeden Fall ist das hier ein Gua Sha Stein. Finde ich schön, ne? Also ein schöner Stein. Ja, also ist ja kein Stein, ist ja ein Stück Metall. Aber damit kannst du dann halt entsprechend dein Gesichtsyoga machen und das Produkt einarbeiten. Der ist super schwer, ne? Deine Lymphen irgendwie drainagieren und einfach ein schönes Gefühl bekommen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was in der 25 drin ist, Leute. Ganz ehrlich, da ist irgendwas Geschriebenes drin. Nee, ist es nicht. Oh, das finde ich schön. Das sind von Rosenthal die Hydrating Eye Patches mit Hyaluron und Sandverbene. Okay, 8 Milliliter. Einfach aus dem Aspekt, dass man sagt, okay, du armer Mensch, hast einen Weihnachtsmarathon gerade abzufriermeln. Gönn dir mal ein bisschen. Das finde ich so cool. Das passt einfach. Also wenn ich mir das so angucke, was wir hier so bekommen haben, geht es wirklich ums Gesicht, um Skincare, um Make-up, um ein paar Tools, die dann aber auch irgendwie dazugehören. Das mit dem Nahrungsergänzungsmittel, das hätten sie meiner Meinung nach nicht reinpacken müssen. Denn mit den paar Anwendungen, die da drin sind, wirst du eh wahrscheinlich keinen großen Effekt erzielen können. Egal, ansonsten sind das doch echt große Größen. Das sind tolle Produkte, interessante Produkte, die du auch, glaube ich, für fast jeden Hauttypen so verwenden kannst.
Ich finde den Adventskalender cool, ganz ehrlich. Und ja, der kostet eine Stange Geld. Aber du bekommst auch was dafür. Und das finde ich sehr, sehr nice. Es ist ein Adventskalender, der hübsch aussieht, den du toll wiederverwenden kannst. Irgendwie finde ich ihn auch charmant und mir hat er jetzt Spaß gemacht. Ne? Also ein toller Adventskalender, kann ich empfehlen. Ich setze dazu meinen Link in die Infobox, wenn du daran Interesse hast. Schau gerne mal vorbei und ja, schreib mir auch gerne mal deine Meinung in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren. Ansonsten wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.